Haben wir noch Wasser? Ich dachte immer, der wird beide Wassereimer. Nee, tut er nicht. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. So, dann geht's nochmal hier rein. Da war ja auch noch was drin. Dein Freund Charles? Ach, das ist der Affe. Das letzte Mal habe ich ihn in der Bergwerkstatt gesehen. Er hing immer noch. Einfach rum. Ha. 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 Ah, der hat irgendwas für uns. Wenn wir nicht trainieren, verliert dieser Körper seine Form. Aber dieser Körper... Was? So, was mit dir? Vor kurzem habe ich seltene Lebensformen gefunden. Da war ein seltener Tintenfisch auf der Kujara Ranch. Und dann gab's noch... Mal sehen. Vier seltene Lebensformen habe ich gesehen. Ja. Ja, wo denn? Den Tintenfisch, den hat er schon. Und noch zwei andere Viecher. Dieser Brunnen ist seit vielen Jahren verschlossen. Angeblich versteckt der Schweinestamm etwas darin. Schaut euch den schweren Metalldeckel an. Dafür reicht menschliche Stärke einfach nicht. Also anscheinend haben die hier Probleme mit Wasser. Also hier war ja der andere Typ, das ist ja... Was eigentlich jetzt, wenn ich mit euch rede? Verstehe ich euch? Wäre lustig gewesen, wenn ich die jetzt nicht verstehen könnte, aber schade. So, dann gehen wir nach hier unten rein. Beim Zirkustraining verletzt man sich immer. Aber mit der Heilpflanze heilen wir schneller. Praktisch was? Das Wasser ist weg. Mehr haben wir im Moment nicht. Hier, für dich. Ist das die Heilpflanze? Ja, nice. Mit dem Zeug kann man Verletzungen ganz einfach heilen. Jetzt ist das Wasser wieder da. Okay, dann geben wir die Heilpflanze dem kleinen Kind da oben. Dann wäre das auch schon erledigt. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwo in der Pampa. Was? Ah, das ist eine Heilpflanze. Yay. Wow, kriege ich die? Vielen Dank, endlich kann ich zurück zur Bergwerkstatt reisen. Ach, das ist der. Das ist, da hat die Mutter doch irgendwie Schiss um den Jungen gehabt, weil er einfach weg war oder so. Du bist auch willkommen, Tombi. Mutter wird dich bestimmt danken wollen. Dir danken wollen. Okay, aufschreiben. Bergwerksstadt. Falls wir das heute nicht mehr schaffen. Mutter besuchen. So. Okay, das wäre dann erledigt. Genau, nach oben. Hier unten haben wir jetzt alles abgegrast. Glaube ich. Hoffe ich. Jetzt geh da hoch! Wir üben gerade unsere Kunststücke. Es hilft dabei nicht besonders, dass wir alle in Schweine verwandelt wurden. Ja, da kann ich mir vorstellen. So, gehen wir hier nochmal rein. Nee, ich habe mich schon gefragt, was passieren würde, als Joker Om das Rad nahm.
Die Stimme kenne ich irgendwoher. Ich halte die Brücke herunter. Geht schon rüber. Ich weiß nicht, woher ich die kenne, aber die Stimme kommt mir bekannt vor. Das ist ein Blumentopf, aber es wächst nichts drin. Wenn ich einen Samen finde, pflanze ich ihn dir ein. What? Pflanze ich ihn dir ein. Alles klar. Gut. Da gehe ich nicht nochmal hin. So, was mit dir? Hast du Eis? Willkommen! Nehmt euch ein paar kühle Eisbonbons. Ich will euch ja gerne welche verkaufen, aber wegen dem bösen Schwein kann ich nichts verkaufen. Ich möchte gerne zum Zirkus, aber ich kann keine Kunststücke. Deshalb verkaufe ich Süßigkeiten, um mich nützlich zu machen. Wo gibt es denn solche Eisbonbons? Sammle Eisbonbons. Wie sehen die denn aus? So, was ist jetzt mit euch hier? Entschuldige die Unordnung. Ich räume gerade auf. Der ist böse. Es ist nämlich so, der Zirkus hat momentan geschlossen. Tatsächlich? Sicher? Ich wollte den Zirkus sehen. Ich bin verwirrt. Was ist los? Er ist anscheinend hier, um den Zirkus anzusehen. Ja. Aber da alle Dorfbewohner in Schweine verwandelt sind, können wir keine Vorstellung geben. Der Clown ist besonders beliebt. Nein, Menno, ich gehe nicht, bis ich den Zirkusclown gesehen habe. Okay. Ich verstehe ja, wie er sich fühlt. Aber selbst der Clown ist verzaubert. Und er hat kein Selbstvertrauen. Wenn er doch nur sein Selbstvertrauen wiederfände. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir uns verkleiden müssen als er. Also jetzt quatschen wir ihn wahrscheinlich noch mal an. Er sagt uns dann, was er haben will. Oder dass wir halt seine Klamotten anziehen müssen, dass wir das machen müssen. Für einen Einzelnen ist das zu schwer. Hey, genau was ich brauche. Seid ihr beschäftigt? Nö. Ja, na klar. Ihr seht einfach so total gelangweilt aus. Ich will einen neuen Trick einüben, aber für einen allein ist er zu gefährlich. Es gibt da einen Jungen, der möchte gern den Clown-Zirkus sehen. Was? Aha. Na, jedenfalls weiß ich nicht, was ich tun kann, bis ich's ausprobiere. Aber ich kann's nicht vor den anderen tun. Ich kann dem Gespräch irgendwie gerade nicht wirklich folgen. Also der quatscht einfach irgendwelche Sätze. Kann das sein? Na gut, auf geht's. Aufdringlicher Typ. Fertig? Was hat er da in der Hand? Ich werde hier mit dem Seil trainieren. Wenn ich falle, versucht mich mit der Matte zu fangen. Okay. Fertig? Los geht's! Wir helfen dem Clown. Das hört sich irgendwie lustig an jetzt. Nee, ihr habt mich fallen lassen. Nee. Ich zähle auf euch. Ich verabscheue Schmerzen. Im Ernst.
Das hört sich jetzt so ein bisschen an, so wie von Spyro, wo die Duse da sagt, es ist nicht so schlimm, wie es aussah. Oh, das ist diese Steuerung, die geht mir so hart auf die Eier. So richtig hart. Ich zähle auf euch. Wenn man einfach rückwärts und vorwärts damit laufen könnte, wäre es ja super, weil der dreht sich halt jedes Mal rum. War's das? Ich will's nicht nochmal tun. Hey, geschafft! Das war er! Der neue Trick, den ich trainiere! Das heißt also, du fällst erst runter und dann... Alles klar. Ach, danke, dass das fertig ist. Oh, danke! Ich habe etwas Selbstvertrauen wiedergefunden! Ja, da wartet ein Kind auf mich, nicht? Ja, und der alte Mann bei ihm sah auch traurig aus. Ich habe ihn vom Seil aus gesehen. Scheint, als ob der Schweinestamm einfach nicht gut mit Kindern auskommt. Mhm. Schweine? Sind es nicht einfach Menschen, die die bösen Schweine in Schweine verwandelt haben? Ah, das ist bei uns so. Aber der Schweinestamm sieht schon immer so aus. Sie sind schlau und wissen eine Menge. Tombi, meinst du, sie wissen auch etwas über die bösen Schweine? Na gut, ich werde mal unseren kleinen Gast amüsieren gehen. Ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt. Patsch, 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 patsch. Gut, dann gehen wir nochmal hoch. Und gucken uns das Ganze mal an. Ich habe immer Angst, dass ich hier runterfall. Ich habe ihn mal Seiltanzen gesehen. Er war toll. War er das? Das kann ich auch. Ja. Wow! Toll! Großartig! Mehr weiß ich im Moment nicht. Aber ja, ein Flugbaum! Willst du einen sehen? Ein was? Was? Ein Paon? Hier? Ja, ja, da will ich hin! Ist das dieser Vogel? Hey, warte! Du verläufst dich noch! Kinder! Danke! Kinderlachen ist besser für mich als jede Medizin! Creepy! Ihr wart mir eine große Hilfe! Ich möchte euch gerne belohnen! Mit was denn? Tja, wir haben eine Frage zu den bösen Schweinen. Ah, okay, ich verstehe. Kommt mit in den Pavillon. Dort sage ich euch, was ich weiß. Ich zeige euch mal einen richtigen Hasen, Gezumpel. Ziemlich cool. Der Schweinestamm lässt nicht oft Fremde in den Pavillon ein. Herr Clown, schnell, beeil dich. Herr Clown. Ich komme, bin schon unterwegs. Bis bald! Das ist so komisch.
Okay, hier kommen wir nicht weiter, dann ab da rein. Haus des Schweinestamms.